Ich so vor einer Weile mit dem Handy auf YouTube gewesen, krieg diese Werbung angezeigt. Gelber Spider-Man. Spider-Rope-Hero-Frog-Ninja-Hero. Spider-Rope-Hero-Gangster-New-York-City. Be a Spider-Hero-Gangster. Lol, was ist denn das für eine dumm dreist billige Handyspielscheiße? Ich mach mal Screenshot. Später irgendwann dann neugierig geworden und auf YouTube danach gesucht. Das erste Video war bei mir das hier. 15 Sekunden Trailer, gelber Spider-Man am Rumhüpfen, über 8 Millionen Aufrufe. Ja, nee, ist klar. Und die haben einfach Szenen aus dem ersten PS4-Spider-Man genommen und die Farbe rot rausgezogen. Respekt, ganz geiler Beschisslevel bisher. Noch besser fand ich dann aber den zweiten Trailer in der Liste. Nicht wegen dem Inhalt, sondern weil 69 Millionen Views. Bei 156 Likes, 54 Dislikes und 18 Kommis. Was zur Hölle. Selbst Photograph von Nickelback hat nur 66 Millionen Views. Okay, jetzt habt ihr mich am Haken. Ab in den Google Play Store. Spider-Rope-Hero. Oh, gibt wohl ein paar mehr von der Sorte, was? Spider-Rope-Hero-Gangster-3D, Flying-Spider-Rope-Hero, Spider-Hero-Rope-Hero-Battle, Spider-Rope-Hero-Spider-Games, Spider-Rope-Hero-Man-Crime-City-Gangster-Vegas, Spider-Hero-Rope-Hero-Games, Spider-Rope-Hero-Man-Gangster-Crime-City-Battle, Super-Spider-Rope-Doppelpunkt-Hero. Das ist ja phänomenal. Kennt ihr das, wenn ihr ein Eis mit Cookie-Stückchen esst und beim Löffeln auf so einen ganz fetten Chunk stoßt? Das gleiche Gefühl hatte ich hier auch. Ich meine mal ehrlich, wer erwartet denn, dass wenn man Spider-Rope-Hero in den Play Store tippt, 200 fucking 49 Treffer bei rauskommen? Also ich nicht. Und was für Kracher da allein in den Suchergebnissen dabei sind. Hier, ein Weihnachts-Spider-Rope-Hero auf einem Drachen. Dagegen ist der echte Spider-Man ja ein richtiger Loser. Deutsch übersetzte Titel sind auch immer gut. Spinne Seilheld Miami-Spiele. Zergeht ja richtig auf der Zunge. Miami Spider-Rope-Hero Games kriegt ein Sternchen fürs Heldendesign. Ich meine Drachenflügel aus Feuer, selbstgemalte Wolverine-Krallen und dazu noch 60er-Jahre-Style Catwoman-Augen. Perfekt, würde ich sagen. Gleich daneben Spider-Rope-Hero 3D Fight Game. Einfach mal geschmeidig auf einer Frau über den Asphalt surfen. Warum auch nicht? Das hier finde ich auch gut. Weil es innerhalb der Spider-Rope-Hero-Szene auch schon sau viele Stickman-Varianten gibt, dachten die sich hier, wir müssen uns von der Masse abheben. Tja, und so steckten sie den Strichmännchen-Seilheldmann in eine Polizeiuniform und nannten das ganze US-Spider-Police-Stickman-Rope-Hero-Strange-Vegas. Echte Genies. Entwickler Khan Gamers. Sollte wohl Gamers heißen, oder? Aber scheiß drauf, für einen schnellen Rip-Off kann man sein Fake-Entwicklungsstudio auch mal Gamers nennen. Und bei den Play-to-Win-Studios hatte wohl die Grafikabteilung gekündigt. Musste halt der 8-jährige Sohn vom Chef die Spider-Man-Zeichen wegphotoshoppen. Mit Paint. Spätestens jetzt war ich echt heiß drauf, eins dieser edlen Supergames mal in Action zu sehen. Aber dann bin ich über die Beschreibungstexte gestolpert, tja, und die haben mich dann auch nochmal eine ganze Weile unterhalten. Fangen wir mal an mit dem, ich sag mal, professionellsten Text. Spider-Rope-Hero have special real powers. You can shoot dangerous laser beams from your eyes. You can shoot a rope to a building and climb over the building to the top. Your legs are also very powerful. Don't underestimate them. Don't mess with the police. They are the good ones. The style of the city is similar to Miami or Las Vegas, but actually it's New York. Wunderschön. Die Leute waren, glaube ich, selber verdammt stolz auf diesen Text. Weil sonst hätten sie ihn nach der frei zusammen fantasierten Feature-Liste nicht noch ein zweites Mal reingeballert. Spider-Man games have special real powers. Ninja frogs can shoot dangerous laser beams from your eyes. You can shoot a rope hero to a building and climb over the building to the top. Superhero is very powerful. Don't underestimate Mafia Gangster Vegas. Don't mess with the police, they are the good ones. Durch den Deutschübersetzer gejagte Texte sind aber natürlich noch schöner. In diesem neuen Spiel 2021 von Stickman kämpfst du mit der Crime City Gangster Mafia. Alle kriminellen Mafia sind in das Verbrechen der Stadt verwickelt, wie Taschenraub, Banküberfälle und Töten. Also musst du sie alle Verbrechen mit dem großen Stickman-Seilhelden stoppen. Diese verdammten kriminellen Mafia. Immer sind sie in Töten verwickelt. In dieser Zeit hat die Spinne Seilheld der Lasterstadt ihre Pflicht, dieses Verbrechen zu stoppen und kämpfen gegen die kriminelle Mafia und beseitigen sie aus diesem Miami-Stadt der Super-Seilheld-Spinne-Spiele durchzuführen. In diesem fliegenden Seilheld-Superhelden-Spiele 3D und Spinne-Stadt-Gangster-offene Weltspiele können sie nicht nur fliegen. Aber sie können auch schnell laufen, wie sie können, und kämpfen gegen die Verbrecher und Autodiebstahl in Spinne-Miami-Stadt-Gangster-Spiele. Ich kann nicht nur fliegen, sondern auch schnell laufen, wie ich kann. Shut up and take my money.
Was ich auch genial finde, ist, dass diese Klitschen teilweise nicht mehr Bock haben, selbst was zu schreiben und darum einfach den Nonsens von den anderen Nix-Könnern copy and pasten. Spider-Rope Hero Man Crime City Gangster Vegas is one of the most popular Spider-Hero games for all those who love superheroes. Spider-Rope Hero City Battle ist eines der beliebtesten Heldenspiele für alle, die Helden lieben. Spider-Rope Hero City Battle est l'un des jeux de héros les plus populaires pour tous ceux qui aiment les héros. Green Spider-Rope Hero Man 3D begrüßt mich auf die gleiche Weise. Versprich mir dann aber auch das hier. Make stunts on a BMX or find an ultimate F-90 tank or devastating battle helicopter. Was ein Zufall. Das gleiche kann ich doch auch in Ropefrog Ninja Hero K Vegas machen. Und hey, den nächsten Absatz kenne ich doch auch irgendwoher. Du hast besondere reale Kräfte. Du kannst einen gefährlichen Laserstrahl aus deinen Augen schießen. Du kannst ein Seil zu einem Gebäude schießen, daran nach oben klettern. Auch deine Beine sind sehr kraftvoll, unterschätze sie nicht. Leg dich nicht mit der Polizei an, sie sind die Guten. Der Stil der Stadt ähnelt Miami oder Las Vegas. Aber eigentlich ist es New York. Ich liebe Städte im Stil von Miami oder Las Vegas, die aber eigentlich New York sind. Das sind die besten Städte. Ropefrog Ninja Hero K Vegas ist eh super. Die ganze Wall of Text dreht sich nur darum, was für krasse Heldensachen ich machen kann und dass ich der Beste bin. So mit Häuptling der Kriminalitätsbekämpfung, Hoffnung der Bürger, Schicksalsritter, bla bla bla. Man hört beim Lesen fast schon die epische Trailermucke. Beherrsche die Stadt mit der verheerenden Feuerkraft von fortschrittlichen Militärfahrzeugen oder verbessere deinen Helden, um Feinde in wenigen Schritten niederzuschlagen. Lass es eine schöne Stadt sein, lass sie nicht zu einer kriminellen Stadt mit Blut und Raub werden. Aber dann steht da noch: Du kannst auch als Taxifahrer, Müllmann oder Feuerwehrmann arbeiten. Mein Lieblingstext ist aber der von Spider Hero Rope Hero Game von Maxito Games. Weil denen war alles scheißegal. Rope Hero saves Superhero Games Games Spider Hero Flying Spider Robot Rescue, Speed Hero Super Spider Flying Superhero Games, Robot Superhero Spider Hero and Spider Game Gangster Spider Hero in a Rope Hero Game Robot Superhero Game Explore the Grand Spider Robot Light Speed Hero Simulator Rescue Games Superhero and Spider Hero Game Ultimate Spider Robot Fighting Games Flying Superhero Games in City Ambulance Hospital Spider Rope Hero of Offline Flying Robot Game. Okay, jetzt wo ich wusste, dass textmäßig nichts Geileres mehr kommen kann, war es echt mal Zeit, sich so ein Spiel anzugucken. Aber ihr kennt das mit diesen Rabbit Holes. Ständig entdeckt man neue Sachen, die einen ablenken. Wie zum Beispiel diese kleinen App-Icons, in denen der Billo-Held in der klassischen Spider-Man-Pose auf einer Steinkugel hockt. Ein Motiv, das ganz viele Entwickler für ihre App-Icons benutzen, vor allem die Profis von H-Games Artworks. Manche kriegen aber selbst das nicht auf die Kette. Und darum muss ich jetzt noch eine Top 7 der falschesten Spider-Rope-Hero-Hockt-auf-Steinkugel-App-Icons einschieben. Platz 7, Flying Spider 2 Rope Hero 2K22. Platz 6, Rope Hero Spider Superhero 3D. Platz 5, Flying Rope Hero Spider Games. Platz 4, Spinne Superheld Spinnenspiel. Platz 3, Flying Super Spider Rope Hero. Platz 2, auch wenn es kein Spider Rope Hero Spiel ist, Black Hole Hurricane Wheel Hero Cramdale. Und Platz 1, Spider Game Rope Hero Game. Perfekt. Eine besondere Erwähnung hat noch Spider Rope Hero City Battle verdient, weil die dachten sich, pfeif auf die Spider-Hocke. Unser Rope Hero chillt. Ey, was geht eigentlich in den Rezensionen? Das ist doch auch immer eine Goldgrube. HG Games Artworks, ich bin so begeistert von euch daher, dass man so viel machen kann, sich umziehen, Autos fahren und so weiter. Ich könnte ewig weiter von schwärmen, aber mein einziges Problem meiner Meinung nach ist das Blut. Ich finde, es ist nur überflüssig, bla. Okay. XX Gamimk XX scheint hier wirklich ernst gemeinte Kritik üben zu wollen. Sehr gutes Spiel, das werde ich weiterempfehlen. Dieses Spiel ist cool und das Beste ist, dass man auch aus ein Auto raussteigen kann und vor allem, ich habe immer nach Spielen geguckt, wo man aussteigen kann, aber dann bin ich darauf getreten und habe das gespielt. 45 Personen fanden diese Bewertung hilfreich. Also ich finde das Spiele gut und ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiele so ein Schissen ist. Man kann auch normal spielen, das ist das Gute. Alter, wie bitte? Das kann man auch normal spielen? Das ist ja geistblasend. Es ist cool und mit Liebe programmiert. Ich mag alles, habe es schon früher gespielt. Weiter impfeln. Geschrieben von Gamer Shockwave Lord. Natürlich mit SCH. Nee, Schluss jetzt. Wir müssen endlich Gameplay glotzen, sonst kommen wir nie raus aus diesem Sumpf. Aber YouTube muss reichen. Weil garantiert werde ich mir nicht diesen Crap runterladen, mein Handy damit schrotten. Könnt ihr ja machen. Und zuvor noch ein Hinweis. Ich schreibe zwar die Namen der Spiele immer dazu, aber auf die Korrektheit der Titel ist natürlich kein Verlass. Okay, let's go.
Jo, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich mag diese Ruhe und Gleichmütigkeit, die damit schwingt. Fast so, als ob alles normal wäre. Haben die den Pupillen auf die Augen gemalt? Wie geil ist das denn? Wenn du Crime Battle Miami City Vegas beschützen sollst, aber ganz dringend Pipi machen musst. Für diese Szene muss ich mal so tun, als wäre ich ein Spider-Rob-YouTuber. Auch wenn es die gar nicht gibt. Hallo Leute, hier ist Handy Elite Gamer. Heute zeige ich euch, was ihr macht, wenn ihr einen Mensch mit dem Seil zieht und der dann durch die ganze Vegas Crime Hero City glitscht. Und zwar, dieser Mensch hat jetzt so eine Ecke bekommen und an diese Ecke müsst ihr nun hingehen und müsst ihr reintreten, solange bis das ganze Geld herauskommt und auch die Munition. Ich zeige euch, wie das geht. So müsst ihr jetzt ein bisschen reintreten. Vielleicht ein bisschen mehr reintreten. So, jetzt da ist das Geld und die Munition, aber Vorsicht, Polizei kommt dann. Und naja, das war mein cooles Tipps-Video, was ihr machen müsst, wenn ihr einen Mensch mit dem Seil zieht und das nicht geht. Bitte abonniert diesen Kanal. Ein Quiz. Was verbindet ihr mit Spider-Man? A. UFOs, B. Dinosaurier, C. Beides. Haha, war eine Fangfrage. Richtige Antwort lautet natürlich Monster Trucks und Drachen. Und schultermontierte Raketenwerfer. Raketenwerfer, Monster Trucks und Drachen. Es ist ein ganz lieber Drache. Keiner muss sich davor fürchten, aber es ist eine enorme Kraft und diese Kraft müssen wir jetzt gemeinsam umsetzen in gesellschaftliche Wirklichkeit. Wobei, Zombies hätte ich auch noch gelten lassen können. Ich glaube, das Spiel ist alt und nicht mehr im Play Store zu finden. Aber wenn, dann würde der Beschreibungstext so gehen. Sei ein tüchtiger Spinnenheld, Seilheld, Mann in verschiedenen bunten Farben und besiege die bösen Mafia-Kriminalitätszombies mit deinem lächerlichen Feuerbodenschlag. Gehe in die City Central und kämpfe gegen böse Bosse, die schon nach einem Schlag kaputt gehen. Bitte befreie die Kriminal-Zombie-Stadt, in der die Größenverhältnisse komplett für'n Arsch sind. Fresst meine Fidget Spinner, ihr kriminellen Mafia. Ja, das ist das Tolle an der Spider-Rope-Hero-Szene. Da kann einfach alles passieren. Zum Beispiel auch sowas. Kinoreife Intro-Sequenz. Drache ploppt aus einem Portal und entführt Frau. Dann steht da Go to the point on the map and drive the car to the final point on the map. Mhm. Rope-Hero fährt hin und bekämpft Mafia. Portal geht auf. Und Rope-Hero wird ins Mittelalter gespült. Muss Gangster-Ritter und Mafia-Orks verhauen. Es geht aber auch futuristischer. Darf ich vorstellen, Black Hole Ninja Rope Hero. Mache schwarzes Loch, das wie tausend Männer schreit und böse Krankenwagen einsaugen tut. Bekämpfe Mafia-Terroristen-Gangster, die auf Hoverboards total friedlich durch die Crime City cruisen. Gib ihnen Bös mit starken Wrestling-Angriffen. Fahre ein Müllauto und sammle unter Zeitdruck Müllcontainer. Und wenn die bekackte Steuerung dich abfuckt, dann nutze deine realen Schwarzlochkräfte und töte das Müllauto. Übrigens, ich glaube, das ist das Spiel, von dem ich vorhin die Rezension vorgelesen habe. HG Games Artworks, ich bin so begeistert von euch daher, dass man so viel machen kann, sich umziehen, Autos fahren und so weiter. Ich könnte ewig weiter von schwärmen. Genug gesehen, reicht jetzt auch, meint ihr? Mir doch egal. Ihr zieht euch jetzt gefälligst auch noch den Rest rein. Ich habe da noch eine geniale Intro-Sequenz im Angebot von Spider-Rope-Hero... Alter, was? Von Spider-Rope Superhero Wargame. Lass ich mal ungeschnitten stehen. Geht gut los mit einem geklauten 3D-Model aus Halo. Boah, was für ein Böser. Doch keine Bange. Da ist schon Spider-Rope Superhero, der mit 5 Frames pro Sekunde die Granate dodgt und dem Neon-Buben in die Kauleiste dropkickt. Ja, zurück in dein UFO, du Böser.
Ach, so ein Mist. Hätte ich das Spiel doch nur schon damals entdeckt, als ich mein Video über beschissenes Future Science Fiction Interieur Design gemacht habe, das ich euch rechts oben mal verlinke. Boss, we have never fought anybody like this bear robot. His speed and powers are unprecedented. You fool, you have failed me. I will put an end to planet Earth and all the people who live on it, myself. It is time to unleash my wrath on this puny planet. Follow me. We will take care of the bear robot and then erase all life. Nee, ich hab das nicht bearbeitet. Das ist so. Das Spiel selber ist ja natürlich auf ähnlichem Schrottlevel wie alles andere Logo. Besondere Erwähnung verdient aber noch der Victory Dance, den der Rope Spider nach Missionsabschluss danced, während drei Musiken gleichzeitig laufen. Okay. Dieses Game hier muss ich euch auch noch zeigen. Einmal wegen dieser atemberaubend dynamischen Szene hier. Aber auch, weil das Spiel neben dem grünen Spider noch viele andere coole Superhelden bei Wish bestellt hat. Nämlich Venom, Dead Punch, Warrior Panther, einfach nur Big Guy, inklusive Schwabbelkiefer, Man of Steel, Thanotess, Leader America, Black Girl, I Can Do This All Day, Captain Woman, Mr. Tangle, naja, okay. Und Blue Big Guy. Blue Big Guy. Das ist so dumm, das kann auch Sexy Assassin nicht toppen. Naja, wobei, dank Schwabbelkiefer, Schreibfehler im Namen und I Love You 3000 vielleicht doch. Überzeugende Verkaufsargumente. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass dieses grüne Seilheld-Spinnenspiel eine Chance hat gegen dieses grüne Seilheld-Spinnenspiel. Das hat nämlich nicht nur ähnlich fette Spider-Moves, sondern auch Hoverboards, mit denen ich wirklich hovern kann. Und Waffen, die mir entweder die Speiseröhre perforieren oder mir die Handgelenke brechen. Und hey, vergessen wir mal nicht die Just Causigen Kleberaketen für die Extraportion Party Power. So, jetzt aber letzter Clip. Ich fasse zusammen. Die Menschheit ist eine Spezies, die den Google Play Store flutet mit über 200 Spider-Man GTA Rip-Off-Spielen. Spiele, deren Titel alle aus einer Auswahl dieser Wörter bestehen und manchmal auch aus allen dieser Wörter. Spiele, die allesamt nicht nur absoluter Kernschrott sind, sondern immer wieder derselbe Kernschrott. Sonst hätten sie nicht alle denselben Elektro-Sprint, denselben Doppelfaust-Boden-Smasher, dieselbe Explosions-3-Punkt-Landung oder denselben Autokick. Und diese Spiele fahren dann Rezensionen ein wie: Es ist cool und mit Liebe programmiert, ich mag alles, habe es schon früher gespielt, weiter im Füllen. Ich will ja keine schlechte Stimmung machen, ne? Aber meine Hoffnung, dass wir Menschen den Planeten noch irgendwie retten können, ist gerade rapide in den Keller gesunken. Alter, was ist das denn? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Gibt's davon auch Bewegtbild?
gibt also auch Spider-Dinos. Und Spider-Affen. Das war's. Ich beende jetzt dieses Video zu eurem eigenen Schutz. Und auch weil ich nicht von euch verklagt werden will, weil ihr jetzt alle 20 IQ-Punkte verloren habt. Aus diesen Gründen sage ich euch auch nicht, dass ich nach den Dinos auch noch auf das Genre der Roboter-Verwandelspiele gestoßen bin, von denen es für jede Tier- und Fahrzeugart ein Extraspiel gibt. Wie zum Beispiel High Roboter Auto Transform, Fuchs Roboter Fahrradspiel, Schneebagger Hirschroboter oder Känguru Roboter Autoverwandel. Maximal könnte ich euch einen allerletzten Clip davon zeigen, aber dann ist wirklich Schluss. The Earth was a beautiful place filled with love and peace, before these annoying evil robots planned world domination. There is no one who can save humanity from these monsters, except for you. One secret about this game is that you know animals love you. You can ride cows, zebras and giraffes in the city as well if you cannot find a vehicle. They might end up being your best buddies in the game. In this mode, you can transform into multiple lethal machines like Snake Dragon, Helicopter, Fighter Jet, Drone, Hovercraft, Tank and many other machines. Besides this, you can also ride vehicles from the environment like tuk-tuk rickshaw and cars. Transform into various battle machines and tackle the evil robots. Do not get scared. Even the animals love you. You can find animals in the city and ride them whenever you want. Yes, it is a luxury. Let's do this, you living legend. And if you are lucky, they might invite you to their dance parties as well. And yes, do not forget to pick up your burgers. Figure that out yourself. Let's get going, you living legend. Okay, und jetzt noch eine richtige Verabschiedung. Wenn euch dieses schlimme Video gefallen hat, dann könnte euch auch dieses Video hier Spaß machen. Da habe ich nämlich ein paar Free-to-Play-Abzock-Games aus der Handyspielhölle ausprobiert. Bis demnächst, macht's gut.